momentan läuft es wirklich alles gut für uns. Und klar, es war ein schwieriges Spiel. Das Ergebnis ist schon ein bisschen trügerisch, aber im Endeffekt ist es uns scheißegal. Wir haben wieder 3 Punkte und jetzt noch einen Schritt und dann haben wir die Meisterschaft eingetütet. Jetzt sind wir wirklich kurz davor, 1 Punkt noch. Uns hätte keiner gedacht, ja, aber richtig geiles Gefühl. Sprichst du an, also es ist schon sehr überraschend, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir hatten schon für dieses Jahr mehr vorgenommen, auch weiter vorne mitzuspielen, aber dass es so gut läuft, hätten wir dann nicht gedacht. Ja. Jetzt geht's morgen nach Isenburg wahrscheinlich. Genau, ja. Wir gehen alle nach Isenburg und gucken uns morgen das Spiel an, aber ich kann nicht, ich muss arbeiten sonntags, aber okay. Ich glaube, ein paar sind da, aber wichtig ist, wir haben es selber in der Hand. Egal wie die morgen spielen, nächste Woche können wir es entscheiden daheim. Was ist euch lieber, Morgenmeister oder im Endspiel dann nächste Woche gegen die Rot-Weißen? Ja, morgen ist lieber im Endspiel. Also mir ist es lieber im Endspiel. Also mir wäre lieber morgen. Also Endspiel kann alles passieren, ja. Aber klar, wäre nochmal geil. Viele Zuschauer hier und gute Stimmung, wenn du es dann schaffst. Aber ich wäre für morgen. Habt ihr jetzt eine englische Woche noch mit dem Pokal, genau, Kreispokal? Das ist jetzt nicht so günstig, aber... Das ist jetzt nicht so günstig, gerade vor dem letzten Spiel, was eventuell entscheiden werden kann. Aber gut, da müssen wir durch. Letztes Jahr haben wir, finde ich, auch schon ganz ordentlich Fußball gespielt. Was wir dieses Jahr noch ein bisschen besser machen als Team. Ja, jeder weiß, was er zu tun hat. Und natürlich haben wir auch ein bisschen individuelle Qualität gewonnen dieses Jahr. Domi Luis vorne im Sturm oder mit Nico Struve. Aber auch die alten Spieler, die schon 2, 3 Jahre dabei sind, haben sich schon mal einen Schritt weiterentwickelt. Und dann hat man halt einen Lauf und dann gewinnt man auch mal Dinge wie gegen Offenbach, wo wir klar schlechter waren. Was wir dann noch, wo wir 2-0 hinten liegen und dann 3-2 gewinnen, da gehört dann auch ein bisschen Glück dazu. Spitzenreiter, hey! Ich denke mal, als Spieler will man auf jeden Fall so hoch spielen, wie es möglich geht. Ja. Von daher denke ich, die Mannschaft will auf jeden Fall hoch. Jetzt muss der Verein halt gucken, ob das wirklich realisierbar ist. Mhm. Es gibt ja ein paar Abgänge, es sind ja 4 oder 5, die nach Waldorf mitgehen. Genau. Wird dann schon eine große... Die reißen mit Sicherheit die Lücke. Ja. Wie gesagt, der Dominik Lewis, die meisten Tore geschossen, glaube ich, bei uns. Der Nico, der zweitmeisten. Dann Daniel Beck, auch mit 6, 7 Toren. Also da gehen schon ein paar Tore weg, die wir auf jeden Fall noch ersetzen müssen. Ich habe mich schon entschieden, schon ein bisschen länger mit Max nach Waldorf zu gehen. Ganz einfach, weil ich eigentlich fast gar keine Zeit mehr habe, Hessenliga auch noch so viel Training zu machen. Und wenn ich dann nicht trainieren kann, das dann auch für mich vom Anspruch her zu wenig. Deswegen habe ich mich da entschieden, mit Max in die Gruppenliga zu gehen. Und ja, hätte ich das vielleicht vorher gewusst, dass wir so weit oben sind, hätte ich mich vielleicht noch mal überlegt. Aber ist auch schön. Im Pokal tun wir uns immer schwer, also auch egal gegen wen. Und das ist immer schwierig. Ja. Für die ist es das Spiel des Jahres. Ja. Für uns ist es natürlich auch wichtig. Aber wir haben natürlich jetzt noch schon eine lange Saison hinter uns und haben eventuell noch ein Endspiel am Samstag danach. Also es wird mit Sicherheit sehr hart. Wir versuchen es natürlich so schnell wie möglich am Mittwoch zu klären, dass wir auch uns ein paar Spieler schonen können. Aber der Optimismus ist da, dass es ein Double reicht dann ja, jetzt quasi. Ja, natürlich. Das wollen wir auf jeden Fall. Und wir geben auch am Mittwoch alles und schonen uns da nicht.